Kannst du was zu deinem Werdegang erzählen? Ja, also Werdegang ist ja jetzt sehr weit gefasst. Also in Dresden und Leipzig habe ich zunächst erstmal Biologie studiert. Das ist sozusagen der fachliche Werdegang. Und danach, nachdem ich das abgeschlossen habe, habe ich Geschlechterforschung, Sozialpolitik und Philosophie in Göttingen gemacht. Also das ist so ein bisschen die eine Seite. Jetzt eine gesellschaftliches Engagement lief zunächst erstmal so ein bisschen nebenher. Also eben dann schon irgendwie queer-feministische Auseinandersetzungen, die gleichzeitig auch mit dem Biologiestudium aufkamen und auch gerade antirassistische Arbeit und Antifa-Arbeit waren da eben die wesentlichen Punkte. Und dann war aber eher so der Punkt, also dass es tatsächlich erst so ein bisschen nebeneinander lief und erst durch zwei Veranstaltungen in Leipzig dann das irgendwie noch ein Stück weiter näher zusammengerückt ist, also dass ich auch dann Biologie und queer-feministische Betrachtung irgendwie zusammengebracht habe. Du hast ja in letzter Zeit auch so einige Aufsätze und Rezensionen verfasst. Was kannst du Interessierten denn so zum Einstieg empfehlen? Also jetzt als Einführungsarbeit, also jetzt mein Thema, was ich jetzt verfolge, auch nach der Dissertation, was gerade zu biologischen Geschlechtertheorien war. Als Einstieg würde ich entweder Aufsätze auf meiner Homepage empfehlen, also heinz-jürgen-voss.de ohne Striche und so, beziehungsweise auch, glaube ich, relativ eingehend auch dieses kleine Bändchen Geschlecht, wieder die Natürlichkeit in der Reihe Theorie.org erschien. Und das ist eben gerade so ein kleiner Band, der einerseits die neuesten Erkenntnisse aus der Biologie versucht darzustellen und gerade auch gesellschaftlich einordnet, also eben auch gerade deutlich macht, wie auch biologische Erkenntnisse immer erst in einer Gesellschaft entstehen. Und andererseits macht der Band aber auch deutlich, warum eigentlich Menschen immer schon gesellschaftlich sind und andererseits uns immer dieser Blick dafür so schnell entgleitet und wir Dinge gern als natürlich oder naturgegeben erklären und damit aber auch unserer eigenen Beeinflussbarkeit entziehen. Ich habe es ja inzwischen gelesen. Ich frage jetzt mal böse, könnte Mensch sich nicht gleich Geschlecht wieder die Natürlichkeit sparen und stattdessen nur Making Sex Revisited lesen? Sind jeweils ein bisschen unterschiedliche Betrachtungen. Also Making Sex Revisited nimmt eher biologische Theorien ganz dezidiert in den Blick. Geschlecht ist da ein bisschen oberflächlicher an den Stellen und reißt sozusagen nur die wesentlichen Stränge an. Und bei Geschlecht kommt quasi mit hinzu einfach. Also bei dem kleinen Buch Geschlecht kommt eher so ein materialistischer, marxistischer Ausgangspunkt mit hinzu. Also eben, was ich gerade schon angedeutet hatte, dass jeder Mensch eigentlich immer schon ein gesellschaftliches Wesen ist, also auch einer gewissen Erziehung und Erfahrung unterliegt, die auch durch Gesellschaft teilweise begrenzt ist. Und das geht eigentlich relativ gut zusammen mit Betrachtungen von Simone de Beauvoir und von Karl Marx. Und das versuche ich in dem Band ein bisschen stärker herauszuarbeiten. Making Sex Revisited ist dann eben gerade bei den molekulargenetischen Sachen ein bisschen ausführlicher. Und da wird quasi zu jedem einzelnen Gen dann auch dargestellt, welche aktuellen Betrachtungen in der Biologie dazu vorgenommen werden und warum eigentlich die Erkenntnisse, die es dort gibt, keineswegs so eindeutig in zwei Richtungen bei Geschlecht weisen, sondern eher auf eine Vielfalt und Individualität von Geschlecht hinlaufen. Ein ganz simpler, einfacher anderer Punkt, und das war auch ein wesentlicher Punkt, warum ich noch Geschlecht wieder die Natürlichkeit nachlegen wollte, ist, dass es eben wesentlich preiswerter ist. Also das ist einfach eine ökonomische Frage, die eben für viele relevant sein könnte. Wer Zugang zu einer Bibliothek hat, sollte es einfach möglichst selber entscheiden, was relevant sein könnte und ob überhaupt diese Gedankengänge interessant sind. Könntest du die Ergebnisse und Schlüsse aus dem dritten Kapitel von Making Sex Revisited, also dem vor allem molekularbiologischen Teil, mal zusammenfassen? Also zusammenfassen ist ein bisschen schwierig. Ich versuche es einfach in
in ein paar ganz kurzen Punkten zu machen. Also bisher ist die Forschung gerade bei Geschlechtsentwicklung so relativ einfach drauf gewesen und es wurde biologisch beschrieben, dass eben ein Gen, ein Chromosom oder wenige Gene und wenige Chromosomen zur Ausbildung des Genitaltraktes führen sollten und dieser Genitaltrakt dann nur zwei Entwicklungsrichtungen haben sollte. Da wurde dann angeschlossen, dass es möglicherweise dazu jetzt in Anführungsstrichen Störungen bzw. Abweichungen kommen könnte in der Entwicklung. Aber wie gesagt, das wurde dann als Störung und als Abweichung pathologisiert. Es sollte eben nur diese zwei Entwicklungsrichtungen geben. Und ich versuche dieses Material aus der Biologie auch, also komme ja selber aus der Humangenetik auch, ich versuche das neu zu interpretieren in dem Sinne, dass es keineswegs auf nur zwei Entwicklungsmöglichkeiten hinweist, sondern eher auf viele und individuelle Geschlechter. Das mache ich einerseits damit, dass sehr viele Faktoren daran beteiligt sind. Also selbst wenn wir auf genetischer Ebene gucken, sind sehr viele Gene, Genprodukte beschrieben, die an der Geschlechtsentwicklung Anteil haben sollen. Und wir sehen dort keineswegs diese saubere Auftrennung nach weiblichen oder männlichen Geschlecht, sondern wir sehen eher, wie individuell bei jedem Individuum diese Gene, Genprodukte im Regelfall eben gerade alle also abgelesen werden und wie diese jeweils entsprechend auch bei jedem Individuum zusammenspielen. Und da ist der Punkt, den ich versuche herauszuarbeiten, dass das tatsächlich abhängig von Einflüssen aus der Zelle, aus dem elterlichen Organismus, aus der weiteren Umgebung sehr individuell erfolgt. Also dass der Entwicklungsendpunkt nicht irgendwo vorgeschrieben ist, sondern dass tatsächlich eine Entwicklung mit offenen Ausgang erfolgt. Und diese Vielfalt an Merkmalen, diese Vielfalt an beteiligten Faktoren und dass es keineswegs mit einer eindeutigen Trennung von zwei Geschlechtern getan ist oder dass man die überhaupt feststellen könnte, das kann man bei eigentlich allen Merkmalen, die im Moment in der Biologie als geschlechtlich betrachtet werden, feststellen. Also eben sowohl bei Genen und Chromosomen als auch bei Hormonen als auch bei direkten körperlichen Merkmalen, all diese stellen sich immer wesentlich individueller und vielfältiger dar, als es allgemein im Moment in solchen Theorien vertreten wird. Das heißt, es ist eher eine populärwissenschaftliche These, dass es zwei fest voneinander trennbare Geschlechter gibt. Genau, also das ist eher eine populäre Sichtweise, die sich deshalb auch so gut halten kann. Also weil in dem Alltagswissen sehr gut festgelegt ist, naja, es gäbe doch eindeutig die zwei Geschlechter und daran würden sich diese und jene Merkmale knüpfen. Damit sind solche Betrachtungen, die in der Biologie entwickelt werden, auch immer sehr gut anschlussfähig, während andere Theorien, die das eben nicht so deutlich zeigen können, die bei verschiedenen Merkmalen eben keine Unterschiede zwischen zwei angenommenen Geschlechtern zeigen können oder die eben gerade auf Kontinuummodelle hinauslaufen oder eben tatsächlich auf eine individuelle Entwicklung von Geschlecht, die finden wesentlich weniger Unterstützung und auch wesentlich weniger Aufnahme in solche populären Diskurse. Also die werden höchstens mal als kurzer Nebensatz in dem Sinne jetzt in Anführungsstrichen, na, solche absurden Theorien gäbe es auch, aber werden sie mit eingefügt, so als Kuriosum mit aufgenommen, aber darüber reicht es dann häufig nicht hinaus. Und dabei, wenn man tatsächlich im Moment gründlich die biologischen Betrachtungen analysiert, kommt man eben tatsächlich dabei an, und das wird im Moment eigentlich eine breite Entwicklung auch in der Biologie, eben von diesen sehr einfachen genetischen und chromosomalen Modellen wegzugehen, auch davon wegzugehen, dass Hormone sehr weitreichend sowohl Verhaltensmerkmale als auch die Ausbildung körperlicher Strukturen allein schon beeinflussen würden, sondern man kommt eher zu sehr komplexen Antworten, also Stichworte Systembiologie, also man betrachtet tatsächlich die Wechselwirkung
von Zelle, Organismus, elterlichen Organismus, der weiteren umgebenden Einflüssen und versucht gerade dieses Netzwerkmodell und auch dieses Prozesshafte einer Entwicklung herauszustellen. Und das ist eigentlich seit den 80er Jahren im Kommen und auch bei ganz vielen Organentwicklungen mittlerweile eigentlich gängige Theorie. Nur bei Geschlecht hält es eben sehr schlecht nur Eingang. Also vielleicht, um es nochmal zu unterlegen, wenn beispielsweise zu Herz und zu Leber ausgeführt werden würde. Ja, na, die Entwicklungswege sind eigentlich sehr vielfältig. Da kann dieses und jenes passieren. Das muss nicht alles ganz fest geformt sein. Dann ist das eigentlich gängig. Und das sind nun wiederum aber gerade Organe, bei denen eine Variabilität in dem Sinne schon eingeschränkt, zumindest eingeschränkt ist, dass sie zumindest funktionstüchtig sein müssen, beziehungsweise durch eine Medizin in einen tüchtigen Zustand zu versetzen sein müssen. Bei Genitalien wird hingegen dann angenommen, ja, na, das sei eigentlich also irgendwie ganz festgefügt. Also da kommen sehr spärlich nur diese neueren Erkenntnisse aus der Systembiologie an. Da ist ein Beharrungsvermögen offensichtlich ganz stark ausgeprägt, vermutlich auch deshalb, weil Geschlecht in dem Leben und Erleben von Menschen einfach eine große Rolle spielt und da Zweigeschlechtlichkeit in der Gesellschaft zentral gedacht wird. Gleichzeitig kann eben gerade bei Genitalien wesentlich mehr Variabilität gegeben sein, weil eben Genitalien keinesfalls lebenswichtige Organe dann darstellen, also nicht so wie Herz und Niere und Leber, wie vor uns angeführt. Du hattest in deinem Buch ja auch den Sport als Beispiel angeführt, wo es zum Beispiel beim Schwimmen eine Frau gab, die einen Rekord aufstellte. Ich glaube, die ist den Ärmelkanal durchschwommen, oder? Also Sport ist insofern schon ganz zentral. Also die Sportlerin ist Gertrude Ederle, die 1926 den Ärmelkanal durchschwommen hat und nicht nur damit überraschte, dass sie es überhaupt schaffte, also das war generell Frauen in der Zeit abgesprochen worden, sondern sie überraschte auch damit, dass sie 2 Stunden schneller war als der bisherige Weltrekordhalter. Und das kann man als recht gutes Beispiel dafür ansehen, wie eigentlich Geschlechterstereotype, die in der Gesellschaft verbreitet sind, Frauen könnten dies, Männer könnten das, beziehungsweise auch diese zweigeschlechtliche Fundierung, dass es immer nur um 2 Geschlechter gehen könne, wie das überhaupt dann die Möglichkeiten von Menschen beschränkt. Also vorher sollten Frauen überhaupt gar nicht schwimmen können dann an diesem Punkt. Und entsprechend war überhaupt gar nicht in dem Blick, dass sie möglicherweise solche Rekorde aufstellen könnten. Das kann man auch eben sehr gut an solchen Sportarten betrachten. Ein weiteres Beispiel ist eben der Marathonlauf, an dem Frauen ab den 1960er Jahren zunächst ausnahmsweise teilnehmen konnten, jetzt ja durchaus gang und gäbe. Und dabei zeigte sich in den 1960er Jahren, dass Frauen tatsächlich wesentlich langsamer waren. Also der Abstand zwischen der Spitzenfrau jetzt in Anführungsstrichen beziehungsweise dem Spitzenmann auch in Anführungsstrichen war mehr als 1 Stunde. Jetzt mittlerweile, also zu den Zahlen 2003, die letzten Weltrekorde, hat sich die Zeit auf etwa 10 Minuten, also hat sich dieser Abstand weiter verkürzt. Und es gibt sehr begründete Theorien, unter anderem aufgestellt von Anne Faustus Stirling, dass wenn eine Gleichbehandlung oder eine nicht geschlechtliche Behandlung schon von Anfang an stattfinden würde, also dass nicht jeweils Jungen und Mädchen unterschiedlich behandelt werden würden, dann würde sich eben dieser Unterschied vollkommen einebnen, beziehungsweise würde es eben dann egal sein. Also würde man nicht mehr feststellen können, dass irgendwie ein Mann oder eine Frau schneller rennen würde, sondern es würde eben dann eine Weltrekordhalterin jetzt mit Unterstrich dann geben, also wo dann das Geschlecht tatsächlich nicht zentral ist. Und eben gerade bei Sport kann man sehr gut zeigen, wie diese gesellschaftlichen Zuweisungen eben tatsächlich sich auch auf physische und physiologische Merkmale ausprägen. Wiederum selbstverständlich nur für die Leute, die dann da tatsächlich Spitzenleistungen erzielen. Also wir alle würden ja an diese Leistungen jeweils nicht heranreichen, bis auf eben einige Ausnahmen, die jetzt vielleicht zuhören, auch von denen abgesehen.